Ich weiß nicht, ob wir irgendwann einen Anzug kriegen, womit wir immun dagegen sind. So, hier geht's ja noch. Ich laufe mal ein Stück weiter. Warte, warte. Ich guck nur mal, ja? Wir haben also gespeichert. Okay. Keine gute Idee. Dann lade ich gleich mal neu. Ja gut, okay, dass man wieder Sachen findet und andere Sachen findet, die man damals nicht gefunden hat, das kann ich verstehen. Weil Elex ist einfach eine scheiß große Welt und du kannst so schnell so viel übersehen. Ich will gar nicht wissen, was ich schon alles übersehen habe. Na, du ahnst es nicht. Die Dinger zum Beispiel, die sehe ich nie. Ich weiß, dass die da sind. Ich weiß, wie sie aussehen. Aber ich sehe diese Kacklöcher. Die sehe ich nie. Und ja, ich will, wie gesagt, ich will gar nicht wissen, was ich schon alles übersehen habe. Auch an Waffen wahrscheinlich. Und so Zeugs. Eine ganze Menge bestimmt. Gut, zum Meteoriten kommen wir erstmal nicht hin. Dann lassen wir den mal gut sein. Wahrscheinlich können wir da eh nicht viel machen. Wahrscheinlich gibt es da irgendeine geile Waffe oder so ein Mist. Und bitte nicht spoilern jetzt. Also nicht sagen ja oder nein. Sondern mich einfach in meiner Vermutung schwelgen lassen. Irgendwie sowas bestimmt. Oder gar nichts. Eins von beiden. Bei Elix ist es ja immer so, entweder es ist geil oder es ist Müll. Was du dann bekommst. Oder was du findest. Entweder es ist geil oder es ist Müll. Meistens ist es Müll. Sehr selten ist es geil. Ja, Welt bauen können die. Aber ich hoffe natürlich, dass die... Also ich bin jetzt keine Grafikkuh oder so, aber ich hoffe natürlich, Elex 2 sieht ein bisschen bedeutend besser aus. So, ich finde, so von den Bewegungen her, sieht halt typisch... Also du siehst halt sofort, dass Piranha-Bytes ist, ne? So, diese steifen Animationen und Laufbewegungen und so ein Scheiß. Toll. Das ist der Glitschmolch, nicht der Rottmolch, das ist der Glitschmolch. So, und auf der anderen Seite ist auch noch ein Vieh. Mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Das hat mich nämlich angespuckt. Und ich stehe da überhaupt nicht drauf, angespuckt zu werden, du Kollege. Bedrohlicher Ort. Hast du Glück gehabt, du Vieh? Ich komme eben zu dir rüber, keine Sorge. So, komm her, du. Komm her, hallo. Fifi. Fifi. Ich habe ein Leckerchen für dir. Bitte nicht runterfallen. Ah, boah, das war knapp. Sehr gut. Ich habe einen Holzbalken hingebaut. Voll unnötig. Ach, warte mal. Vorne war da noch was. Das sah zumindest aus, als ob das war. Warte, warte. Wir gucken mal schnell. Uff, du schreibst so viel. Warte. ja, danke schön für die Spoiler. Ich muss... Ist nichts gegen dich persönlich oder so, sondern man muss es einfach immer wieder sagen. Das ist das Problem. Das ist eine Kiste. Ja, das... Ja. Naja, ja, was heißt richtig dickes Budget? Ich weiß jetzt nicht, wie gut sich Elex verkauft hat, aber ich würde behaupten, nicht so schlecht. Es gibt halt diese, du hast halt, die haben halt diese Hardcore-Fanbase, ne? Und ich denke mal, mit Elex haben die sicherlich nochmal ausgebaut. Oh, eine Keule, ein Zepter. Was macht es? Außer, dass wir es nicht benutzen können wahrscheinlich. Ob du da jetzt aber, oh, können wir doch, 29, wollen wir jetzt totlachen? Aber ich glaube, so richtig fettes Budget brauchst du eigentlich nicht für einigermaßen gute Bewegungsanimationen, sag ich mal. Weil es ist halt doch sehr steif. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt nicht so wäre, dann würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es ein Piranha-Bytes-Spiel ist, ne? Also das hat schon seinen eigenen, das hat definitiv seinen eigenen Charme. Aber so grafisch könnte es aufgewertet werden. So, der Boden ist halt ein bisschen sehr matschig noch. Und das hier ist 4K, ne? Also bei dir jetzt nicht. Da kommt 1080p an, aber
müsste halt auch trotzdem dementsprechend gut aussehen, weil es runtergerendert ist. Aber so texturentechnisch, da würde ich definitiv noch eine große Schippe oben drauflegen. Weil ich sag mal, guck dir mal auch so Größenverhältnisse, ne? So eine Backsteinwand. Der Backstein ist fast so groß wie ich. Weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So von der Größe her, ne? Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, ist ein Detail, aber ist halt ein Detail. So, der Boden hier zum Beispiel. Guck mal, sieht aus, als ob da eine Eisschicht drauf ist, aber es ist einfach nur verwaschen. Es gibt grafisch, gibt es viele Kritikpunkte, aber ich will die Grafik gar nicht kritisieren, weil mir gefällt es halt trotzdem. Das Spiel an und für sich gefällt mir halt enorm gut dafür, da ist das zu vernachlässigen. Und bei einem Rollenspiel, naja, komm. Du kannst auch Pixelart machen. Rollenspiel ist Rollenspiel, da kommt es halt auf die Rollenspielelemente an und nicht unbedingt auf die Grafik. Schöne Grafik ist immer schön. Ja, aber es geht ja auch so, wie man sieht. Sehe ich ja auch radioaktiv. Nicht so. Dieser Brocken da. Ich würde echt gerne hin. Eines Tages. Eines Tages. Jetzt wissen wir zumindest, warum der Teleporter da hinten Krater heißt. Das ist schon mal wichtig. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal eben eine Runde um. Da oben sehe ich einen Grafikfehler. Da fehlt ein Stück vom Stein. Wo diese Satellitenschüssel. Oh. Na, dich habe ich ja fast übersehen. Mein kleiner fetter Freund. Ich greife an. Ja, Falk, das musst du nicht ankündigen, einfach draufhauen. Ach, Falk. Du bist schon tot. Okay. Was war das denn? Ich habe gerade so ein gehört. Ja, das stimmt. Also gut, storytechnisch habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, aber wie sage ich das am besten? Also ich mache ja noch hauptsächlich die Aufnahmequests von jeder Fraktion und werde mich dann letztendlich den Berserkern anschließen. Ohne Frage. Wie dann die Story noch direkt weitergeht, ja, ich hoffe natürlich gut. Aber siehst du ja, das Spiel leidet jetzt. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Nicht unter schlechter Grafik oder sowas. Aua! Hallo! 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 Oh, fuck bei dir, was ist das denn? Jetzt hätte er mich fast getötet. Das aber. Du kannst mich nicht töten, ich bin der Held des Spiels. Was ist mit dir? Oha. Oh Gott, noch so zwei Viecher. Falk, wieso warnst du mich? Ich frage für einen Freund. Also es braucht halt nicht unbedingt Grafik. Die Grafik hier für das Spiel, das ist glaube ich von 2017, ne? Ist völlig ausreichend, so gesehen. Ich hoffe halt nur, dass die bei Elex 2 nochmal einen großen Sprung machen. Das wäre halt schön. Das ist so ähnlich wie mit Skyrim eigentlich, ne? Grafikdesign technisch. Guck mal, hier hat sich einer sehr viel Mühe gegeben und die ganzen Holzlatten hingelegt. Das war schon wieder dieses... Ich versuche mal kurz was, ja? Einen von diesen Dingern da hinten anzulocken. Dann pfeife ich mir eventuell schnell mal einen Heiltrank rein, wenn nur einer kommt. Nee, kommen alle beide. Muss ich mir trotzdem einen Heiltrank reinpfeifen. Gegen beide habe ich sowieso keine Chance. Außer ich schaffe es hier ganz schnell zu töten. Bevor der andere kommt. Jawohl. Haha. Bin voll der Held. Komm her. Put, put, put. Put, put, put. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt eine andere Waffe ziehe, dann kommst du angerannt. Weil dann kann ich nicht so schnell auf Schild und Schwert wechseln. Ja, ich will ja so viele Erfahrungspunkte wie möglich haben, ne? Und ich weiß nicht. Ich glaube, die Aufnahmequest zu machen, wenn man schon eine Fraktion angehört, wird schwierig, weil du bist da nicht mehr gerne gesehen in anderen Gebieten, wo die dann so wohnen. So im Fort zum Beispiel, in Tavar oder so, ne? Soweit ich das weiß. Und ist ja logisch. Ich meine, wenn du ein Outlaw bist, warum sollte dann irgendwo, warum solltest du dann einen Berserker bei dir rumlaufen lassen, ne? Also kann ich verstehen. Deswegen erstmal alle Aufnahmequests machen, dann den Berserkern beitreten und dann
schön rumzaubern. Dieser Soundtrack, ne? Da krieg ich so Gänsehaut von, Alter, wenn dieses Mädchen da singt. Boah, voll gruselig. Jo, guck mal, da drüben. Da schleicht mindestens einer rum. Den habe ich von hier schon gesehen. Da würde ich mal außen rum gehen. Ich habe jetzt keine Lust, mich wieder anzuzünden. Ich stehe steh lieber unter Strom als unter Feuer. War hier ein Schlafsack? Nee, ne? Nee, schade. Schade, schade. Na gut. Ich entferne mich immer weiter von meinem eigentlichen Gebiet, ne? Wir gehen hier aber nachher gleich wieder hoch, hoffe ich. Außer ich sehe noch irgendwas anderes. Oder die Karte sagt gleich, du kannst hier nicht weiter. Hier fichert irgendwo was rum. Oder Kackfrosch. Und ein Kellerhassel. Sonst irgendwas hier? Nee, ne? Denn... Hof im Tunnel! Aua! Alter! Das kam jetzt aber unerwartet, Freundchen. So geht das aber nicht. Drecksack. Was für ein Pisär. Klafel. Mehr. Ich brauch dein Fleisch. Der hat mich angespuckt. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Voll nicht nett. Ich dachte, hier wäre ein Lagerfeuer. Oh, schade. Warte. Oh, Zigaretten. Erstmal eine Paffen, ha? So, hier so ein Hütchen. Gibt es hier noch was? Ich gehe gleich in die andere Richtung. Keine Panik. Erstmal gucken, was hier los ist. Irgendwas. Irgendwas ist da oben los. Ich sehe da so drei. Drei Punkte. Die sehen aus, als ob die Wache halten. Wir können da auch mal hingucken. Bewachen die denn da? Die Brücke oder was ist das? Wo geht das hin? Ich meine, wollten wir... Ich glaube, wir müssen da eh lang nachher, ne? Wenn ich da wieder hochgehe. Wir gucken erstmal da drüben hin. Erstmal gucke ich mal, wie weit wir überhaupt noch gehen können. Wir haben jetzt echt viel. Ah, hier waren wir jetzt, ne? Ne, hier waren wir hier? Ne, hier. Hier war diese Militärbasis. Hier ist auch noch irgendwas. Da hinten. Gucken, was da so rum wohnt. Ich finde es ja zum Glück, das ist gut, dass man hier, solange man nicht irgendwelche Monster töten muss, nicht so heftiges Backtracking hat, ne? Weil du kannst ja halt Sachen einsammeln für Quests. Auch wenn du die Quest noch nicht hast, das ist sehr gut. Ja, ja, immer. Immer. Nur noch mal eben, nur noch mal schnell gucken. Rollenspiele. Open World Katastrophe bei mir. Ich wollte eigentlich gleich zum Anfang, ich wollte mir nur eine Sache angucken und dann erstmal ein bisschen weiter questen, damit wir das mal fertig kriegen, weil ich echt gerne dem Berserker langsam beitreten möchte. Aus Gründen des Heilungszauberns. Und ist das nur einer? Ah, den kriege ich aber so nicht, ne? Aus Gründen des Heilungszauberns, aber siehst ja, was dabei wird. Nur mal eben gucken. Voll auf die 12 geschossen. Ich bin bisher nur auf eine Steinklaue getroffen, die keinen Totenkopf im Namen hat. Nur auf eine. Eine Hornplatte. Nur auf eine einzige. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinrennen soll hier. Links, rechts, oben, unten, überall ist irgendwas. Da oben ist ein Haus. Bin ja gespannt, weil ich auf die nächste Mine trete, weil ich die nicht sehe, weil ich wieder meine Augen ganz woanders habe. Da ist so ein Krabbelvieh. Das hier sieht aus wie eine Schleuse. Oder sowas. Klebeband, was ich wieder nicht mitnehmen kann. Ich bleib dabei, das ist immer noch Pack. Munition, Rucksack, alles egal.
Dann gehe ich erstmal da oben hin. Vielleicht finden wir aus Versehen noch Thorald oder Thoralf oder wie er hieß. Der wandernde Berserker. Wobei ich mir auch vorstellen könnte... Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Ja, Falk, wenn du dir in die Hose machst, oder bevor du dir in die Hose machst, geh lieber ins Lager. Du hast nämlich nur eine mit. Ich hätte auch eine Vermutung, dass der gute Thorald, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dass der gar nicht mehr lebt, sondern dass der einfach von Ragnar um die Ecke gebracht wurde und Ragnar einfach erzählt hat, ja, der ist jetzt auf Wanderschaft, ich bin hier erstmal der Chef. Und dabei weiß er ganz genau, dass er gar nicht wiederkommt. Du weißt, ja, Vorräte für Ignadon holen wollte ich eigentlich. Wenn, woher weißt du das? Hast du das jetzt gesehen anhand der Map? Hatte ich gerade die Map? Bestimmt, ne? Guck mal, da ist schon mal ein Tresor. Hier ist niemand. Mal wieder nicht. Ich bin nicht gut genug. Okay, jetzt mal kurze Frage. Woran erkenne ich denn, welcher Tresor mit welcher Stufe hackbar ist? Das habe ich bis heute nicht rausgefunden. Ja, anhand meiner Questmarke. Okay. Ja, da bin ich. Ich habe noch viele andere offene Quests. Aber woran erkenne ich das? Guck mal, der hier ist halt ein einfacher Tresor. Hier steht nirgendwo, welche Stufe der hat, oder? Bin ich doof. Woran erkenne ich das? Weil den kann ich jetzt... Ich bin nicht gut genug. Den kann ich jetzt nicht hacken. Warum nicht? Übersehe ich da irgendwas? Normalerweise so bei den Truhen steht da zum Beispiel auch eine Stufe dran. Aber bei den Tresoren einfach gar nichts. Das verstehe ich nicht. Und warum ist dieses Haus hier nicht bewohnt? Ich meine, das bietet sich doch an. Hier haben wir einen Bauplan. Amulett der Verteidigung. Haben wir, glaube ich, sogar schon, ne? Meine ich. Gutes Messer. Gute Gabel. Ist hier irgendwo ein Tresorcode? Ich klaue dem erstmal das Klopapier. Da drüben nicht nur Geld. Kann ich pennen? Ja, ich auch. Weil ich dachte erst irgendwie, weil es gibt ja auch so zweistöckige Tresore. Da dachte ich so, das wäre vielleicht die Anzeige als Stufe, so dass du 1, 2 und 3 quasi übereinander hast. Aber ist es ja anscheinend nicht. Jetzt ist hier natürlich die Frage, wenn ich den nicht hacken kann, muss hier irgendwo ein Code hoffentlich rumliegen. Die Frage ist halt nur, wo. Und wie offensichtlich ist er? Ich sehe hier nämlich keinen. Auf den Bildern ist keiner. Ich finde das voll komisch mit den Tresoren. Auch, dass du manche Nummern nicht anklicken kannst. Auch mega merkwürdig. Das hier ist ein, ist das ein See? Das soll ein See sein, ne? Oh, guck mal, da fließt die Lava rein. Cool. Da unten ist, glaube ich, radioaktiv. Da sind so Fässer. Das erkenne ich von hier. Da liegt irgendwas vor dem Fass zwischen den Autos. Und da führt sogar eine Treppe runter. Da drüben ist noch eine Anlage. Wo ist denn jetzt diese Militäranlage, wo ich eigentlich hin wollte? Die ist neben uns. Also da. Oder da? Nee, da nicht. Da. Okay, da gehen wir als nächstes rein. Aber wo ist der Code? Weil ganz ehrlich, ich kann mir nicht merken, wo alle Tresore sind. In den Tresoren ist ja manchmal schon was Schönes. Vielleicht muss ich hier auch nochmal questtechnisch her. Wer weiß ja schon. Oh, ist da ein Grab? Oh ja, hier ist ein Grab. Ist hier vielleicht der Code? Oh ja, Eisenader. Sehr nice. Nimm ich mit. Ach ja. Ich finde es auch immer grenzwertig. Ich meine, ich mache das Hacken lieber, als irgendwelche Codes zu suchen, ja. Ich weiß, jetzt kann man natürlich sagen, bist du selber schuld. Hast du ja nicht geskillt. Ja, ist auch richtig. Aber wenn man das dann nicht hacken kann. Weil ich meine, es gibt auch Tresore, die man nicht hacken kann. Dann sollte man zumindest irgendwo einen Code liegen lassen. Meiner Meinung nach. Und wo ist der Typ, der hier wohnt?
Es können doch nicht immer alle nur tot sein. Ich meine, ich habe auch schon aus Versehen Siedler umgebracht, auch nur, weil die mich zuerst angegriffen haben. Das wusste ich nicht. Ich bin da rein und er ist direkt aggressiv geworden. Ich hatte nicht mal Zeit zum Rausgehen. Sagt zu mir, verschwinde. Und im nächsten Moment haut sie mir ihr Schwert. Hier scheint mir äußerst riskant. Im nächsten Moment haut sie mir ein Schwert auf den Kopf. Da musste ich mich wehren. Gegen ihren Freund dann leider auch. Weil der war etwas sauer, weil ich sie umgebracht habe. Okay, da unten ist es definitiv radioaktiv. Ich glaube, da brauche ich gar nicht erst versuchen, runterzugehen. Das wird sowieso nicht gut enden. Ach, ist das alles aufregend. Gut, kein Code hier. Wenn keiner einen gesehen hat. Ich habe keinen gesehen, denn ja, scheiß drauf. Ist ein relativ markanter Ort. Vielleicht kommen wir nochmal wieder. Vielleicht auch questtechnisch. Vielleicht wohnt hier wirklich Thoralf. Thor. Ich nehme jetzt einfach Thor. Vielleicht wohnt hier wirklich Thor. Irgendwo. Vielleicht ja auch genau hier. Wer weiß. Und dann kommen wir sowieso questtechnisch wieder. Weil das war ja sowieso, glaube ich, Jacks Primärmission. Den guten alten Thor zu finden. Ich weiß nicht, was er machen sollte. Ob er ihn liquidieren sollte oder so. Erfahren wir vielleicht noch, wenn wir in irgendeinen Konverter gehen und da ein Flashback haben. Ansonsten würde ich ihn aber auch allgemein mal gerne treffen. Aus Gründen. Vielleicht macht er mich ja zum Chef. Aber ich habe so eine Vermutung, dass er vielleicht gar nicht am Leben ist. Weil ich meine mich auch erinnern zu können, dass die Leute erzählt haben, die haben auch gar nicht so richtig mitbekommen, dass der abgedampft ist. Sondern der war halt einfach weg, weil Ragnar was gesagt hat. Da geht ein Weg hoch. Oh, da ist sogar eine Leiter. Da ist eine Leiter dran. Wie geht das denn? Ist das überhaupt erlaubt in dem Spiel? Ganz was Neues. So ein Ding mit Leiter. Können wir mal Lagen peilen? Vielleicht. Mhm. Ach, kaputte Lampen. Damit kann ich auch totschmeißen. Mehr nicht? Ach, traurig. Oh. Hey, my friend. Do you want part of the fress? I have something in my sword for you. Pusho. Guck mal hier. Ich hoffe, du bist alleine. Bring ja nicht deine Brüder mit. Oh, Knusmuso. Na du? Hala. Du wolltest doch keine kleine Klaue. Du bist ein Kleinklauer. So. Das Schwert ist so geil. Das ist völlig übel. Ja, ne? Interessante Gedanken. Das ist doch offensichtlich, weil... Also, ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich meine, niemand bei den Berserkern hat gesehen, wie der gute Thor einen Schuh gemacht hat. Sondern ich meine mich sogar erinnern zu können, dass irgendeiner sagte, ja, Ragnar sagte, der ist auf Wanderschaft gegangen und dass er jetzt hier der Chef ist. Aber das wäre vielleicht auch zu offensichtlich. Weiß ich nicht. Oh Mann, so viele? Scheiße. Okay, erstmal das Vieh. Ah, komm natürlich. Jetzt kommen alle. Ja, Falk, du bist, ne? Jetzt erstmal die Fleischbrühe wegmachen. Das ist nämlich am schlimmsten. Ja, Falk. Oh, Falk. Halt es nur nicht aus. Gibt es eigentlich einen guten Begleiter in dem Spiel? Frag für einen Freund. Oder besser gesagt, ich frag für Falk. Ich glaube, Falk sieht auch langsam ein, dass er nutzlos ist. Der möchte, glaube ich, wieder nach Hause. Der kleine Falk möchte bitte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Hier sind noch mehr Viecher, ne? Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich mal einen reinsaufen. Einmal so. Einmal so. Ich hoffe, der kommt allein. Ich greife an! Nein, natürlich nicht. Okay, der Häscher wird nicht das Problem sein. Aber der Große. Aua. Nicht so viel taumeln. Okay, dann wird nichts. Dann wird nichts. Das sehe ich so schon. Nein. Mist. Zum spät. Und nicht ausgeweicht. Und beide kommen natürlich. Wo ist denn der andere? So, jetzt nochmal.
Achtung! Ja, los, Falk. Fliege mal. Öffne auch die Hand, Falk. Das ist höchst hochgradig illegal. Schaffe ich wieder nicht, ne? Nee. Scheiße. Großes Scheiße. Mist. Brauche eine bessere Position. Ja, ich habe die Ausdauer ausgestellt. Ich böser kleiner Junge. Aber ganz ehrlich, Alter, mit Ausdauer zu kämpfen ist die übelste Krätze in dem Spiel, wa? Da machen die Kämpfe auch überhaupt gar keinen Spaß. Ein Kampf! Das ist einfach so. Das mit Ausdauer zu kämpfen geht gar nicht, Alter. Das hat mich beim ersten Mal so gestört bei meinem Durchlauf. Was heißt Durchlauf? Bei meinem Anfangsdurchlauf. Das war so scheiße. Ich hasste das wie die Hölle. Ich habe hier, glaube ich, am Anfang auch mit Ausdauer gespielt. Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube schon, weil ich nicht wusste, wo es ausging. Nee, sorry. Kann ich nicht machen, wa? Mache ich auch nie wieder an. Ich schwör's. Selbst wenn ihr mich auf Knien anfleht, nein, die Ausdauer bleibt definitiv aus. Deswegen ist es ja Ausdauer und nicht Andauer, ne? Verstehst du? Was? Noch eine Anleitung. Elixier der Quantität. Was zur Hölle ist das denn? Elixier der Quantität. Was ist denn das? Hier. Damit kann man einen Trank herstellen, mit dem man dauerhaft mehr Stims zur gleichen Zeit... Okay. Yay, ich mach mir einen Trank, mit dem ich mir noch mehr Drogen reinpfeifen kann. Super Idee. Darauf erstmal ein Klopapier. Und Besen. Nee, also Ausdauer geht gar nicht. Wirklich nicht. Das ist so... Ich sag mal so, die Kämpfe sind so schon sehr gewöhnungsbedürftig, ohne großartig jetzt zu kritisieren. Aber mit Ausdauer, ne. Keine Chance. Ich sag mal so, es ist auch so schon noch schwer genug, weil wenn du gegen zwei oder mehr Gegner auf einmal kämpfst, hast du ja gesehen bei den Banditen, bei den falschen Händlern, ich weiß nicht, ob da schon mit bei warst. Alter, da war es schon schwierig. Und das mit ausgeschalteter Ausdauer, ne? Hier wird es wieder radioactive. Und nee, geht gar nicht. Also du hast so schon Probleme, gegen mehr als zwei Gegner gleichzeitig zu kämpfen. Kannst du voll vergessen, den Scheiß. Mit Ausdauer dann. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin kein Hardcore-Gamer, ne? Also ich zock das hier, da ich ja auch nebenbei streame und aufnehme. Alle zwei Wochen und dann eine Woche am Stück. Das ist für mich schwierig, dann nach einer Woche Pause da wieder einigermaßen vernünftig reinzukommen. Und das hat für mich auch so schon lang genug Pep. Weil wie gesagt, gegen mehr als zwei Gegner ist es für mich persönlich auch schon schwierig, bis unmöglich. Von daher ist das schon gut so. So, wenn ich das jetzt, ich sag mal, 24/7 spielen würde, dann okay. Das kann man so machen. Aber dafür habe ich einfach nicht die Zeit. Und geht halt nicht. Für mich zumindest nicht. Aber jedem das seine, ne? Jedem das seine. Ist hier.